Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe sonstigen Zuschauer, willkommen zu unserer nächsten, zu unserer vierten virtuellen Schulstunde. Wir haben ja dies als Experiment gemacht, wo wir einfach mal sehen wollen, wie es klappt in dieser Zeit, wo Schule nicht am Ort stattfindet, sondern virtuell, zu schauen, was können wir überhaupt machen, was können wir euch anbieten, welche interessanten Themen haben wir, die auch nicht den Schulunterricht unbedingt beeinflussen, sondern wo wir sehen können, was sonst noch so alles interessant ist, in den Naturwissenschaften los ist. Nochmal kurz zu meiner Vorstellung. Ich bin Martin Lindner und ich bin hier an der Martin-Luther-Universität, in der wir hier auch sind, zuständig für die zukünftigen Biologielehrer und Lehrerinnen. Ich bin also sozusagen ein Lehrer für Lehrer. Die Veranstaltungen der Vortage haben ein relativ großes Echo erzeugt. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Wir haben relativ viele Kommentare bekommen, Zuschriften, vielen Dank dafür, auch Verbesserungsvorschläge, auch dafür vielen Dank. Aber eine Sache möchte ich gerne noch aufgreifen von gestern und da bin ich auch wieder überrascht, wie genau die Zuschauerinnen und Zuschauer hinschauen. Ich hatte doch gestern eine Schokocreme gezeigt und behauptet, dass die ohne Palmöl sei. Das stimmte nicht ganz, aber ich kann zur Verteidigung dieser Schokocreme, die ich vorgeführt habe, sagen, dass es immerhin ökologisch angebautes Palmöl ist, also vermutlich nicht Regenwald dafür gerodet werden musste. Jetzt habe ich nochmal nachgeschaut und es gibt dann tatsächlich welche, die ganz ohne Palmöl sind. Hier steht das also drauf und wenn man im Internet recherchiert, findet man also noch einen Haufen andere Sorten, die dann genauso gut geeignet sind, um mit gutem Gewissen weiter Schokocreme zu essen. Ja, wir haben uns heute das Thema rausgesucht, nochmal Artenvielfalt, Biodiversität, so wie gestern, wollten uns aber mehr auf Tiere spezialisieren. Und die heutige Stunde wird also über die Artenvielfalt von Tieren gehen und der Frage nachgehen, wie kam es überhaupt zu dieser enormen Artenvielfalt? Und da passt dazu, dass wir hier in der Biologie eine Sammlung haben und diese Sammlung haben wir uns neulich mal angeschaut und da zeigen wir euch jetzt ein paar Bilder draus. Hier steht also eines der ganz, ganz wenigen Exemplare, die es noch gibt von einem Beutelwolf. Die meisten anderen Exemplare sind also schon ein bisschen löchrig, schon ein bisschen angefressen, haben vielleicht schon Schäden. Es gibt also auch nur höchstens ein Dutzend noch davon. Leider nur ausgestopfte Exemplare. Dieser Beutelwolf lebt nämlich nicht mehr, ist ausgestorben und kam früher in Australien vor. Und diesen Beutelwolf wollen wir uns heute also auch noch ein bisschen genauer auseinandersetzen und uns fragen, kommt es eigentlich dazu, dass solche Tiere sich so furchtbar ähnlich sehen? Dieser Beutelwolf aus Australien, der eine ganz andere Vermehrung hat. Und in dieser Vitrine sind also noch andere Beuteltiere aus Australien zu sehen. Wir werden uns nachher auch noch eins genauer anschauen. Da sieht man aber auch schon mal, wie viele verschiedene Beuteltiere es gibt. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die oberen aus Südamerika kommen, die anderen aus Australien. Ja, wir haben uns noch ein bisschen umgeschaut in der Sammlung, was da also noch so alles zu sehen ist. Und die einzelnen Tiere sind beeindruckend. Es sind teilweise ganz große Exemplare dabei. Viele sind sicherlich aus Zoos gekommen und dann über die Jahre ausgestopft worden. Was ich immer auffällig finde und ich bin immer wieder begeistert, wenn ich da bin, ist diese unglaubliche Artenfülle von Tieren, diese Unterschiedlichkeit und dieses hier, dieser ganze Saal, ihr habt ja eben gesehen, wie groß der ist, sind erstmal nur die Säugetiere. Das heißt, es gibt also noch einen ganzen Saal für Vögel und für Reptilien und dann gibt es noch viele, viele weitere Vitrinen für die wirbellosen Tiere. Ja, hier guckt uns also dieser Löwe ganz freundlich an. Und am Schluss unseres Rundgangs haben wir noch einen Orang-Utan gefunden, der wirklich sehr, sehr lebendig aussieht. Und der ist ausgestopft worden von einem Meister dieser Technik, dieser Präparationstechnik, der auch eine Präparationsschule gegründet hat hier in Halle. Ja, das ist vielleicht schon mal so der erste Einblick in diese Vielfalt von Arten, in diese unglaubliche Menge von Arten. Wir wollen uns heute also erstmal mit der Vielfalt kurz befassen, dann gucken, wie diese Vorgänge, die wir als Anpassung bezeichnen, funktioniert haben, welche Bedingungen dafür nötig sind, auch welche entsprechenden Organe Tiere gebildet haben.
unter unterschiedlichen oder ähnlichen Umweltbedingungen. Und dann möchte ich ein bisschen mehr ans Eingemachte gehen. Es gibt heute neuere Theorien dazu, wie sowas evolutionsmäßig überhaupt möglich ist. Und da würde ich euch gerne eine von vorstellen. Dazu brauchen wir auch ein bisschen Genetik und die Geschichte spielt auch eine Rolle. Ja, aber zunächst nochmal zu der Artenfülle. Wer die Stunde von gestern schon gesehen hat, der erinnert sich daran, dass wir im tropischen Regenwald so eine unglaubliche Menge von verschiedenen Arten haben. Dass man oft, wenn man durch den Wald geht, den nächsten Baum dann schon gar nicht mehr mit dem anderen verbinden kann. Das ist also schon wieder eine neue Art. Ich hatte das hier nochmal aufgeführt, dass allein in Venezuela 2400 Baumarten gezählt worden sind. Wenn wir dann weiter gucken, also die Bäume gehören hier in diesem Bereich, in diesem Tortendiagramm zu den Bedecktsamern. Wenn wir dann weiter gucken, was es also noch alles für Gruppen gibt, dann fällt natürlich auf, dass die meisten Tierarten Insekten sind. Und ich hatte gestern ja auch schon gesagt, dass es sich deshalb immer lohnt, in die Baumkronen der tropischen Regenwälder hochzuklettern oder sich auch mit dieser Plattform da hochzuhieven zu lassen, weil man da immer neue Arten finden kann. Also da ist unheimlich was los, gerade bei Insekten. Aber auch bei den Weichtieren, also den Schnecken und den Muscheln und Kopffüßern, also den Tintenfischen, gibt es eine ganze Menge an Arten. Aber dann sehen wir das als nächste große Gruppe, eben Pilze und Pflanzen hier in dieser Reihenfolge stehen. Bei den Säugetieren, wo wir ja eben gerade waren, da sind es gar nicht so furchtbar viele Arten. Trotzdem befassen wir uns heute ein bisschen mehr mit den Säugetieren. Die sind uns ja am nächsten und da haben wir also am meisten Verbindung vielleicht auch und fühlen uns vielleicht auch am wohlsten im Umgang mit Säugetieren. Wir werden aber auch andere Tiere sehen, Reptilien und Vögel. Ja, ich hatte ja den Wolf jetzt schon vorgestellt. Meine Frage war eigentlich, was ist das eigentlich für ein Tier? Wenn man das hier so sieht, dann kann man ja erstmal, denkt man ja wahrscheinlich, das ist ein Hund. Also Wolf sieht vielleicht gar nicht so aus, ja ein ganz possierliches Tierchen, damit dieser hübschen Zeichnung, ihr habt es eben ja auch bei dem Originalpräparat gesehen. Dieses Foto hier ist übrigens von auch aus Mitte des vorletzten Jahrhunderts, 1860, aus einem amerikanischen Zoo, nordamerikanischen Zoo. Und das Exemplar, was wir dort gesehen haben in der Ausstellung, ist von 1861. Also doch schon relativ alt und noch gut erhalten. Ja, dieses Tier, dieses Beuteltier wirft also auch Junge. Aber anders als bei den Jungen, die wir von den Wölfen, oder vielleicht habt ihr zu Hause auch Hunde oder habt schon andere Tiere gezüchtet oder gesehen, wie sie ihre kleinen Nachkommen säugen. Anders als bei den Säugetieren werden diese Tiere erstmal in einen Beutel gebracht oder die krabbeln da selber rein. Das ist ein ziemlich faszinierendes Bild, wenn man das mal sieht. Wir kennen es ja vielleicht von den Kängurus aus Filmen. Dann krabbeln die also in einen Beutel, saugen sich dann an der Zitze fest und bleiben da erstmal Wochen, Monate lang hängen und rühren sich also gar nicht weiter. Und dann irgendwann gucken sie aus dem Beutel raus, können dann auch rauskrabbeln oder raushopsen und dann entsprechend ihr eigenes Leben leben. Die werden also nicht so gesäugt, wie wir das von unseren Säugetier-Haustieren kennen, von den Hunden, von den Katzen, die ihr vielleicht gehabt habt. Also eine ganz andere Art, zwar lebende Tiere, die auch gesäugt werden, zur Welt zu bringen, sie dann aber über die ersten Monate zu bringen. Da sehen wir schon mal einen großen Unterschied zu unseren Wölfen und den Unterschied merken wir uns jetzt nochmal. Weitere Unterschiede habe ich hier in diesen Bildern aufgeführt. Wir sehen hier ganz verschiedene Tiergruppen. Das sind einmal Fische, der Hai steht dafür, dann Vögel und Säugetiere. Und von diesen Tiergruppen gibt es Vertreter am Land oder in der Luft, wenn man so will, und im Wasser. Also zu dem Fisch gehört der Pinguin und zu den Rindern gehört der Delfin. So in der größeren Verwandtschaft. Tja, wie ist das gekommen? Das ist eigentlich meine erste Frage an euch. Warum haben diese Wassertiere eigentlich alle so eine ähnliche Form? Und vielleicht kann da schon mal jemand was zu sagen. Vielleicht hat jemand schon eine Idee, schreibt uns schon mal. Oder macht sich zumindest schon mal selber Gedanken, obwohl doch die Verwandten auf dem Lande so ganz, ganz anders aussehen, sind die dann im Wasser lebenden Tiere wieder ziemlich gleich. Ist doch eigentlich merkwürdig, oder? Hat jemand eine Idee?
Erstmal nicht. Gut, kein Problem. Dann empfehle ich euch ein Experiment, wenn ihr das nächste Mal, oder einen kleinen Versuch, wenn ihr das nächste Mal am Wasser seid oder in der Badewanne sitzt, dann fahrt doch mal mit der flachen Hand durchs Wasser. So, oder so stromlinienförmig mit diesen spitz zusammengelegten Fingern. Da könnten wir nämlich dann schon mal versehen, wie stark der Widerstand ist, den das Wasser auf unsere Hand ausübt. Und wenn man also schnell durchs Wasser gleiten will, ist es ratsam, so eine stromlinienförmige Form zu haben mit einer sehr spitzen Schnauze oder mit einem spitzen Schnabel vorweg, sodass man also relativ gut durchs Wasser gleiten kann. Das kann man, glaube ich, hier ganz gut erkennen. Und daran sehen wir schon, was passiert, wenn Tiere andere Lebensräume erobern, wenn Tiere sich in andere Lebensräume hineinbegeben. Dieser Lebensraum beeinflusst das Tier und nimmt immer diese Form heraus, die daran besser angepasst sind, so wie wir das formulieren. Hier sehen wir schon ganz klein bisschen, dass es zwar eine irre Vielfalt von Tieren gibt, aber doch offenbar optimale Formen, wie man in einem bestimmten Lebensraum leben kann. Und das ist eine Geschichte, die wir uns noch mal ein bisschen näher anschauen werden im Laufe dieser Unterrichtsstunde, dieser virtuellen Stunde, auch wie es dazu gekommen ist und welche Faktoren da entsprechend eine Rolle spielen. Diese Vielfalt, die ich hier schon aufgeblättert habe und die wir eben auch schon beim Rundgang durch unsere Sammlung gesehen haben, diese Vielfalt gilt aber auch für das Verhalten. Und da habe ich mal ein Verhalten, was ihr vielleicht auch schon kennt aus YouTube-Videos, rausgesucht, nämlich das Verhalten der Paradiesvögel. Hier haben wir den Prachtparadiesvogel. Ich will euch den mal vorführen, wie der also um sein Weibchen balzt. Das ist also wirklich faszinierend, was es auch an Verhaltensweisen gibt, wo sich Tiere eben einfach, in welche Richtung sich Tiere entwickelt haben. Das fand ich so toll, und dass wir nicht nur auf anatomische Merkmale schauen, sondern dass wir auch auf das Verhalten achten und dass wir das Verhalten eben auch mit berücksichtigen, wenn wir auf die Vielfalt von Tieren gucken. Und beim Paradiesvogel ist es vielleicht am außergewöhnlichsten. Ein paar Paradiesvögel sind auch in der Sammlung zu sehen. Die habe ich mir also neulich auch angeschaut. Hier können wir nochmal auch australische Vertreter sehen, die eben diese unglaublich bunten und auffälligen Federn haben, diese langen Fäden hinten am Gefieder, die entsprechend einfach für wichtig sind, um die Weibchen zu beeindrucken. Und der Paradiesvogel ist ja auch ein übertragener Begriff für Menschen, die etwas außergewöhnlicher sind, vielleicht und ein bisschen ungewöhnlicher sich geben oder ungewöhnlicher sich anziehen, ungewöhnlichere Verhaltensweisen haben. So viel also erstmal zur Vielfalt, und jetzt mal so unsere erste kleine Beobachtung, die wir hier machen. Die Vielfalt von Gebisstypen, also auch da wieder die Idee, dass wir einen ähnlichen Bauplan haben, den aber ganz unterschiedlich nutzen können. Wir nehmen mal zunächst mal noch wieder eine Frage für euch zu Hause. Wie viele Zähne hat eigentlich der Mensch? Also wenn man jetzt nicht schon ein paar verloren hat, wie viele Zähne gehören in ein menschliches Gebiss? Weiß das jemand? Ihr könnt ja selber zählen, ihr könnt natürlich auch irgendwo nachgucken, aber wenn ihr mal so durchzählt, wer schlau ist, zählt natürlich einfach nur ein Viertel und rechnet dann mal 4. Vielleicht haben einige wenige von den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern auch noch gar nicht alle Zähne, haben noch Milchgebiss, und einige Backenzähne kommen noch nach. Dann kommt ihr also ungefähr auf so 20. Von den etwas älteren, die wie dieser Zeitgenosse hier, die haben in der Regel 28 Zähne, also 7 auf jeder Seite mal 4. Und eigentlich, wenn man also ganz, ganz, sagen wir mal, viel Glück hat oder relativ lange schon gelebt hat und weise geworden ist, dann hat man also auch noch 32 Zähne. Da kommen also zu den 7 Zähnen, die hier auch in diesem Kiefer abgebildet sind, nochmal die 4 Weisheitszähne dazu. Bei den meisten von uns allerdings sind die gezogen worden oder müssen gezogen werden. Wir haben einfach nicht mehr genug Platz. Unsere Kiefer sind heutzutage zu kurz, um so viele Zähne aufzunehmen. Ja, da kommt eine Frage. Ja, wir haben also relativ viele Rückmeldungen, gleich innerhalb von, glaube ich, einer Minute 12 Rückmeldungen, die alle sagen, zwischen
28 und 32. Einer hat auch auf 34 getippt, aber in der Regel sind unsere Zuschauer doch ganz richtig. Gut. Sehr schön, wunderbar, genau. Und wenn jetzt noch Jüngere dabei sind, die noch das Milchgebiss vielleicht oder noch nicht alle dabei haben, dann sind das also nur 20 Zähne. Diese Zähne finden wir auch bei unseren Verwandten, bei den Säugetieren. Da können wir also hier durchzählen und kommen auf ähnliche Zahnzahlen. Diese Zähne sehen aber oft ganz anders aus. Manche haben auch ein bisschen weniger, manche haben deutlich mehr Zähne. Und die Form ist allerdings wahnsinnig unterschiedlich. Also wir können hier von dem Gebiss einer Katze, wird hier als Raubtier bezeichnet, aber das ist es ja natürlich auch, Gebiss einer Hauskatze, sehen mit diesen langen Fangzähnen und dann an der Seite den Reißzähnen, die also sicherlich nicht zum Kauen geeignet sind, sondern nur dafür, das Fleisch praktisch wie mit einer Fleischschere abzuschneiden. Gehen wir dann noch mal ein bisschen weiter zu den anderen Gebissen. Also ein Nichtwiederkäuer, der also schon beim ersten Aufnehmen der Nahrung hier sehr stark die Nahrung zerreiben musste, also ein sehr gutes, ausgeprägtes Backenzahngebiss haben muss hier und vorne, das kann man vielleicht auch erkennen, gar keine Frontzähne hat, sondern im oberen Bereich nur eine Hornleiste, wo das Gras gegengedrückt wird oder das Laub und das wird dann entsprechend abgerissen. Also hier wieder ein völlig anderes Gebiss. Können wir nochmal dieses Nagetier hier anzoomen, genau vorne, also diese Nagezähne mit der, bei der Größe, das wird hier sicherlich ein Hamster sein, sicherlich auch ordentlich Getreide zernagt werden kann und zermalmt werden, nicht zermalmt, sondern erstmal abgenagt werden kann. Während dann zum Beispiel die Hasenartigen, die wir dann hier auch noch haben, zwar ein ganz ähnliches Gebiss haben, aber zu einer ganz anderen Gruppe von Tieren gehören. Vergleichen wir also mal diese Spezialisierung, die wir hier sehen, der Zähne mit unserem Gebiss. Dann kann man ja sehen, dass wir ein relativ unspezialisiertes Gebiss haben. Also mit den Zähnen, die wir hier haben, kann man weder besonders gut Beute fangen. Unsere Eckzähne sind ja in der Regel nicht so lang wie bei den Beutegreifern. Man kann relativ gut mahlen, das kann man hier sehen an den Mahlzähnen, die wir haben. Aber natürlich auch nicht so gut, wie wir das eben gesehen haben bei den Pflanzenfressern, die ja so eine ganz markanten Rillen und Riefen auf ihren Backenzähnen haben. Wir haben ein relativ generalisiertes Gebiss, mit dem wir relativ viele verschiedene Nahrungsbestandteile aufnehmen können und an keines so richtig schwer angepasst sind. Das ist ja auch immer interessant, wenn man sich überlegt, was für eine Ernährungsweise sollte eigentlich der Mensch haben, sollen wir alle Vegetarier werden oder nicht. Da kann man über das Gebiss natürlich viel nachdenken. Wollen wir aber nicht vergessen, dass unser Gebiss nicht nur zur Nahrungsaufnahme und Nahrungszerkleinerung da ist, sondern dass es eine ganz wichtige Bedeutung hat, auch für unser Sozialverhalten, denken wir nur ans Lächeln, und auch natürlich für unsere Sprache. Das sind also noch weitere Funktionen, die vielleicht mit so einem generalisierten Gebiss besser möglich sind als mit einem spezialisierten Gebiss. So viel also erstmal zu den Gebisstypen. Und die Idee dahinter ist also, wir haben einen Grundtyp. Wir haben immer diese 32 oder 28 oder 22 Zähne. Und aus diesem Grundtyp können wir ganz viele verschiedene Funktionen machen. Das ist also eine Idee, die dahinter steckt, wie so eine Artenvielfalt wohl entstanden sein könnte. Das Gleiche haben wir nochmal bei dem Bauplan der Vordergliedmaßen. Also auch da kann ich nochmal auf den Menschen verweisen. Wir haben ja, den sehen wir jetzt hier auch im Bild, in der Abbildung. Wir haben ja ein relativ generalisiertes Armskelett, mit dem kann man also relativ viel machen. Interessant ist es natürlich, dass wir zwar damit auch schwimmen können, so wie ein Delfin. Wir können einigermaßen auch graben, wie vielleicht der Maulwurf. Wir können laufen, jetzt okay, nicht mit unserem Vorderbein, sondern mit den Hinterbeinen, aber laufen können wir also auch. Nur das Fliegen, das hat ja schon der eine oder andere mal versucht mit seinen Armen. Da reicht zwar der Arm für aus, wenn wir die Fläche vergrößern, aber es reicht die Muskulatur nicht aus. Aber so ein bisschen gleiten kann man auf jeden Fall auch. Das ist jetzt hier so die Funktion. Ich habe das hier in Grau. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen farbig machen, dann können wir sehen, dass hier wieder der gleiche Grundbauplan, den wir da schon mal kennengelernt haben
oder den wir vielleicht vom Menschen kennen, dass der immer wieder auftaucht, dass der also nur abgewandelt wird und damit diese entsprechenden Funktionen erreicht werden. Vielleicht kommt mal was dazu, wie beim Maulwurf, da gibt es also so eine Grabklaue, oder es wird stark reduziert, wie beim Pferd, da haben wir also deutlich weniger Finger, da bleibt also nur noch der Mittelfinger übrig. Da haben wir also eine ganze Menge an Veränderungen im Laufe der Zeit gehabt, aber wir sehen, dass der Grundbauplan im Grunde im Großen und Ganzen gleich geblieben ist. Und das ist eins der Prinzipien, wie Artenvielfalt entsteht. Ein anderes Prinzip, und das will ich euch bei dem lustigen Tier Scheltopusik vorführen. Der Scheltopusik, der auch bei uns in der Sammlung vorhanden ist, ist so ein schlangenähnliches Tier, ist aber keine Schlange, sondern eine Echse, eine beinlose Echse. Auch da habe ich einen Film, den kann man gleich in der nächsten Folie sehen, den könnt ihr euch dann anschauen. Diese Echse hier habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt und habe also gesehen, dass sie am hinteren Ende, am Ende des Brustkorbs, so ein Beinskelett noch hat, so ein ganz kleines Überbleibsel vom Becken und von den Beinen. Das heißt also, das war vermutlich auch mal eine beintragende Echse. Hier kann man das, glaube ich, ganz schön sehen, dass dieser Beckengürtel mit den daran hängenden ganz stummelförmigen kleinen Knöchelchen noch vorhanden ist. Und da ist ja die Frage, sag mal, wieso brauchten der Scheltopusik eigentlich keine Beine? Wieso hat er, das war doch eigentlich eine tolle Sache, als Eidechse laufe ich ja auch ganz flott und ganz munter rum, wieso brauche ich dann auf einmal keine Beine mehr? Das ist also, bleibt insgesamt eine Frage, will ich denn lieber wie eine Schlange sein? Auch warum verzichten denn sozusagen die Schlangen auf Beine? Man kommt doch gut voran mit Beinen. Na, das kommt natürlich auf den Lebensraum an. Der Scheltopusik lebt in den östlichen Regionen Europas und in Asien, wo sehr große Grassteppen sind. Und zwischen Gräsern, vor allen Dingen, wenn sie verdorrt sind, kommt man als sich schlängelnder Organismus wesentlich besser voran, als wenn man da mit den Beinen ewig an den Gräsern hängen bleibt und sich dann also so durchwursteln muss. Also hier auch wieder, der Lebensraum hat eine bestimmte Veränderung bevorzugt, die hier bei diesem Tier sich dann entsprechend durchgesetzt hat. Ja, da haben wir also schon ein paar Beispiele dafür, wie Artenvielfalt entsteht, wie Artenvielfalt begründet ist, wie sich Tiere verändern können. Jetzt habe ich, das fand ich ziemlich interessant, nochmal zurückgeschaut. Der Faktor Zeit spielt natürlich eine große Rolle und wir schauen hier mal uns an, wie lange diese Evolution gedauert hat, wie irre viel Zeit man also brauchte, um diese Artenvielfalt zu erzeugen. Nicht man brauchte, sondern wie viel Zeit es gebraucht hat. Ich habe also einfach einen Jahreslauf hier umgesetzt gefunden in die entsprechenden Vorgänge bei der Entstehung der Lebewesen auf der Erde. Und man sieht schon mal, vom 1. Januar bis 9. Oktober war die Erde unbelebt, da war also nichts los hier bei uns, da gab es kein Leben auf der Erde. Und dann hat es ewig gedauert, bis wir die ersten Schlangen, Haie, Insekten, also Tiere, die wir einigermaßen gut kennen, entstanden sind. Nämlich erst vor sozusagen 14 Tage vor Silvester. Da gab es dann schon die ersten Lebensformen, auch wichtige Lebensformen, zum Beispiel auch die Riesenfarne und Nadelbäume und anderen Gehölze, die für unsere Kohleentstehung verantwortlich sind. Aber auch das hat lange gedauert. Also auch das ist nicht so ewig her. Und viel interessanter ist dann, wann tauchte eigentlich der erste Mensch oder menschenähnliche Vorfahren auf? Und das war also erst 18 Uhr am Silvesterabend. Das heißt also, die ganze Menschheitsentwicklung hat von diesem Jahr, was die Erde besteht, ungefähr 6 Stunden gedauert. Und wir sehen dann hier auch noch ein bisschen weiter aufgeschlüsselt, wann also unser Verwandter, der Neandertaler, hier in Europa erschien. Wann dann endlich die Eiszeit zurückging, die letzte Eiszeit, und wann dann etwa der moderne Mensch hier sich langsam ausgebreitet hat und entstanden ist. Also das nochmal so vielleicht als Zeithorizont. Das heißt also, die Entstehung der Arten hatte sehr, sehr viel Zeit, dass wir das nicht vergessen. Jetzt wollen wir aber mehr uns der Frage widmen, wie kommt es denn eigentlich zur Entstehung der Arten? Wie kann denn überhaupt sowas passieren? Also wie kann denn
Wie kann denn sowas vor sich gehen, dass sich Arten neu bilden oder dass sie sich voneinander trennen? Die Forschung hat schon vor vielen Jahren angefangen und Karl-Ernst von Baer hat die ersten Untersuchungen gemacht an Embryonen. Der hat also sich Embryonen angeschaut und hat gemerkt, mein Gott, das kann man ja, wenn die ganz klein sind, gar nicht unterscheiden. Was für ein Tier ist denn das eigentlich? Könnt ihr da irgendwas sehen an diesen Embryonen? Sind da irgendwelche Dinge, die uns bekannt vorkommen, dass man sagen kann, das ist das Tier oder das? Schauen wir uns nochmal die ersten beiden an. Wenn man sich die also entwickeln lässt, dann erkennt man, ah, das wird ein Fisch oder das wird ein Lurch. Wenn man diese beiden Gesellen nimmt, also wenn die klein sind, dann sehen die ja fast gleich aus, dann kann man aber hinterher erkennen, ah, wir kriegen eine Schildkröte und wir kriegen einen Vogel. Und bei diesen beiden Vertretern, daraus wird ein menschlicher Embryo. Diese Idee von Ernst von Baer hat dann später ein anderer Forscher, es waren mehrere Forscher natürlich, aber ein ganz berühmter Forscher aufgenommen, hat dann diese Abbildung produziert, die ist ein bisschen komplizierter, dies ist schon eine vereinfachte Abbildung von 1897, hier so ein bisschen vereinfacht, aber hier können wir sehen, dass eben solche unterschiedlichen Tiergruppen, Wirbeltiergruppen, am Anfang alle furchtbar ähnlich aussehen und dass man auch bei einigen sogar auf der zweiten Stufe noch gar nicht genau unterscheiden kann, ja, ist das jetzt ein Mensch oder ist das jetzt ein kleines Kalb oder wird das zum Kalb oder wird das womöglich doch zur Schildkröte. Da ist ja natürlich, das Ganze übrigens, das wollte ich nochmal sagen, ist auch in größeren ökologischen Übergängen möglich. Ich habe hier nochmal die Entwicklung des Frosches, die ihr sicher alle kennt und vielleicht auch schon im Teich mal beobachtet hat. Heute ist das ja schwierig, solche Frösche in der Schule zu beobachten, aber ich bin sicher, dass ihr das vielleicht auch selber schon mal gesehen habt. Hier haben wir ja natürlich auch die Entwicklung aus einem reinen wasserlebenden Organismus, der also praktisch wie ein Fisch lebt, der auch mit Kiemen atmet, zu einem auf dem Land lebenden Organismus. Also auch hier haben wir eine ganz schöne Umwandlung und damit praktisch auch nochmal wieder diese Idee, dass das Leben ja aus dem Wasser stammt und dass wir alle, die wir als Landtiere hier rumkrebsen oder rumkrabbeln oder auch rumlaufen oder rumhopsen, dass wir von wasserlebenden Vorfahren stammen. Also auch diese Idee ist sicherlich in diesem Modell, in diesem Präparat hier nochmal eingefangen. Ja, der Forscher, der das rausgekriegt hat, den wollte ich euch vorstellen, ist Ernst Haeckel. Ernst Haeckel ist eben mit dieser Erkenntnis, die er biogenetische Grundregel genannt hat, 1866 an die Öffentlichkeit gegangen. Er war ein Jena-Forscher und hat eigentlich so das so zusammengefasst, die Embryonalentwicklung, also das, was wir erleben, wenn wir von der befruchteten Eizelle zum erwachsenen Lebewesen werden, das, was wir, aber auch die anderen Wirbeltiere erleben, dass das eigentlich die Phylogenie wiederholt. Das heißt also, auch Säugetiere waren in ihrer Embryonalentwicklung erstmal sowas wie ein Fisch, was man ja auch daran erkennen kann, dass es Kiemenspalten gab, dass so ein kleiner Schwanz dabei ist, der ja für Fortbewegung im Wasser natürlich gut geeignet ist. Ernst Haeckel hat in Jena aber nicht nur diese Stammesentwicklung und die entsprechenden Embryonen dazu weiter erforscht, sondern er hat sich dann auch sehr stark den wunderbaren Formen gewidmet, die er gefunden hat und hat das Buch mehrfach rausgegeben, Kunstform der Natur. Er hat sich zum Beispiel auch in seiner Doktorarbeit mit Kieselalgen beschäftigt. Hier habe ich mal so ein Bild aus diesem Buch mitgebracht und hat sich dann auch über Medusen, über Quallen hat die gezeichnet, hat die entsprechend grafisch dargestellt. Und dieses Buch hat so einen Erfolg gehabt, dass das sogar die Kunst beeinflusst hat und dass der Jugendstil, der ja dann langsam aufkam, davon also auch seine entsprechenden Inspirationen bekommen hat. So viel also vielleicht noch zur Geschichte. Und man sieht, dass Naturforscher eben nicht nur, ja, sagen wir mal jetzt, die Wissenschaft voranbringen, sondern durchaus auch die Kunst beeinflussen können und damit dann auch die Baugeschichte und die entsprechende Ausgestaltung der Umwelt, in der wir direkt leben. Ja, die Frage jetzt aber ein bisschen weiter ans Eingemachte. Wie kommt es jetzt also zu der entsprechenden Vervielfältigung von Arten? Wie können wir uns das vorstellen, dass wir
aus dem Material, was wir ja den Nachkommen jeweils mitgeben als Lebewesen, dann so eine unglaubliche Artenfülle von Tieren bekommen. Da gibt es eine relativ neue Entwicklungsgeschichte oder Interpretation der Entwicklungsgeschichte, die heißt Evo-Devo, Evolutionary Developmental Biology. Ich habe hier, um das so ein bisschen auch zurückzublicken, nochmal wichtige Daten der Genetik und auch der Evolutionsforschung aufgeführt, oder sagen wir erstmal der genetischen Forschung. Also die Idee der Evo-Devo ist, die Entwicklungsbiologie mit der Evolution zu verknüpfen und umgekehrt. Und da sind natürlich genetische Erkenntnisse drin. Keine Angst, wir machen das hier heute ganz einfach. Ich werde das einigermaßen so zu versuchen, dass man also keine genetischen Schrecken bekommt. Aber blicken wir nochmal zurück, dann sind die Entdeckung der Genetik und auch überhaupt die Bezeichnung der Genetik das erste Mal 1906 noch gar nicht so furchtbar lange her. Und als man das erste Mal angefangen hat, auch gezielt zu forschen und gezielt zu züchten mit Drosophila, mit der Fruchtfliege, das war also vor dem Ersten Weltkrieg, das war ja überhaupt das erste Mal, dass man überhaupt Lebewesen hatte, die man manipulieren konnte und wo man auch Entwicklung direkt beobachten konnte, weil die so eine kurze Generationsfolge haben. Die DNA gibt es auch noch nicht so lange auf dem Markt, also das Modell davon. Der genetische Code oder die Isolation eines Gens, was heute Allgemeinwissen ist, ist also auch erst in den 60er Jahren gelungen. Ihr habt sicher auch vom genetischen Fingerabdruck gehört, mit dem man heute auch forensisch arbeiten kann, das heißt also Verbrecher überzeugen kann oder auch Leute zuordnen kann, wo man nicht genau weiß, wo die herkommen. Das Human Genome Project, was also ungefähr 10, 12 Jahre gedauert hat, startete Ende des letzten Jahrhunderts. Da kam noch Dolly, dieses geklonte Schaf, also auch die Verbesserung der Reproduktionstechnik mit rein und schließlich die Entschlüsselung des menschlichen Genoms so mal als ein paar Meilensteine. Was haben jetzt also diese Evo-Devo-Leute oder die Evo-Devo-Forschung unter anderem herausgefunden? Eine Sache ist, dass es offenbar eine Genfamilie gibt bei uns, die schon ganz lange im Erbgut von Lebewesen vorhanden ist. Man nimmt an, mindestens 500 Millionen, vielleicht sogar eine Milliarde Jahre, die sogenannten HOX-Gene. Und das ist nur eine Gruppe von Genen, die für evolutive Vorgänge verantwortlich gemacht werden heutzutage. Und zwar ist das so, dass wir bestimmte Gene natürlich brauchen, um von einer Eizelle zu einem Lebewesen zu kommen. Das ist klar. Aber es ist auch selbstverständlich, dass sich zum Beispiel Augen erst später bilden als vielleicht die längliche Form des Embryos. Es ist selbstverständlich, dass wir die Gliedmaßen erst dann bilden können, wenn sich so ein Embryo gestreckt hat. Oder dass wir Fingernägel erst brauchen, wenn überhaupt Gliedmaßen da sind und so weiter und so fort. Diese Zeitpunkte, also wann sich ein bestimmtes Organ entwickelt, müssen kontrolliert werden. Wir können nicht einfach alles gleich loslaufen lassen, alle Gene auslesen, überall die Eiweiße machen, die dann die Organe bilden und entsprechend steuern, sondern das muss in einer kontrollierten Reihenfolge passieren. Und diese Kontrolle ist bei den meisten Tieren, die wir kennen, und das ist sogar weit übergreifend über alle möglichen Gruppen von Tieren, sind die sehr alt, die sind also homolog. Wenn die verändert werden, dann sind es meistens tödliche Veränderungen. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen. Einmal konnte man das schaffen, dass man bei Drosophila, oder konnte man beobachten, dass bei Drosophila offenbar durch so eine Störung hier Beine statt Fühler wuchsen am Kopf. Da sieht man also schon, dass die Reihenfolge hier entsprechend wichtig ist und auch die Verortung der entsprechenden Entwicklung. Und eventuell ist auch die Sechsfingrigkeit, die wir hier bei einer Katze sehen, die aber auch beim Menschen auftauchen kann, auch so eine Störung dieser Genreihenfolge, eine Mutation, die entweder die Reihenfolge oder auch das Gen selber betrifft. Also wir sehen, dass wir solche Störungen hier offenbar auch beim Menschen, also bei Wirbeltieren, auffinden. Und damit kommen wir jetzt natürlich zu der Frage, wie kann die Evolution dann beeinflusst werden, über solche Gene zum Beispiel, oder wie können wir jetzt von dieser Embryonalentwicklung, die wie gesagt schon mehr als 200 Jahre lang verfolgt wird, wie kann die jetzt Hinweise geben auf die Evolution? Da sind eben diese Kontrollgene wichtig. Stephen Gould ist einer von denen, die da in den 70er Jahren
drüber gearbeitet haben. Und ich will das hier nur an so einer ganz einfachen Grafik mal zeigen, wie man sich das vorstellen kann, dass Evolution natürlich also Stück für Stück stattfinden kann. Wir haben hier vier verschiedene Arten. Wie sind die entstanden? Sind die in der Vergangenheit entsprechend vielleicht durch Sprünge, sind da neue Ideen dazugekommen, entstanden? Oder haben sich graduelle Entwicklungen ergeben, die dann zu dem Bild führen, was wir heute vorführen? Das ist also natürlich die zweite Vorstellung, ist das, was wir heute eher verfolgen, weil wir ja sagen, die Gene für die neuen, vielleicht neu entstehenden Lebewesen, für die Veränderung der Lebewesen, die sind alle schon da. Die sind da und die werden eben nur Stück für Stück abgerufen. Manchmal machen sie Sinn und manchmal nicht. Und wenn sie keinen Sinn machen, dann können sich diese Lebewesen nicht weiterentwickeln und nicht weiter fortpflanzen. Das ist unsere heutige Auffassung. Kommen wir also nochmal so ein bisschen zurück zum Anfang, unser Ausgangspunkt, und schauen wir uns nochmal die Beuteltiere ein bisschen genauer an. Ich habe hier auch noch ein ganz schickes Beuteltier mitgebracht, was mir also besonders gut gefällt. Das ist ein Flugbeutler. Er kann also so von Baum zu Baum springen. Er ist jetzt natürlich nicht, kann nicht so flattern wie meinetwegen eine Fledermaus. Ich habe auch eine sehr große Fledermaus mitgebracht, damit ihr die nochmal euch ein bisschen genauer anschauen könnt. Ein Flughund. So, da fliegt also der Flughund. Flughunde sind auch in Australien nicht so selten. Ach, bei dem Flughund kann man auch noch mal sehr schön das Armskelett sehen. Warte mal, ich mache mal den kleinen Beutler hier so ein bisschen beiseite. Könnt ihr das Armskelett erkennen? Nee, nicht so ganz. Warte. So, ne, nochmal das Armskelett, was er mit unserem Arm, also entsprechend homolog ist. Oberarm, Unterarm und die Finger, das kann man hier sehr schön sehen. Aber dann eben der Hund mit dem Flugbeutler verglichen. Beides also flugfähige, ja, eben nicht Säugetiere, sondern einmal ein Beuteltier und dann eben hier bei dem Flughund ein Säugetier. Die gleiche Möglichkeit, also diesen Lebensraum zu erobern. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern an den Beutelwolf, dann hat der also auch den entsprechenden Lebensraum wie der Wolf in Europa. Das kann man hier, glaube ich, sehr schön sehen. Da gibt es eben auch einen Beutelbär, der dem einigermaßen so einem Wombat entspricht, den wir hier haben. Hier sind die flugfähigen Tiere. Wir haben mausähnliche Beuteltiere, die zum Beispiel in Südamerika vorkommen oder auch solche wühlenden Säugetiere, wie sie hier abgebildet sind, jeweils als Beuteltier und als Säugetier. Das also zeigt, dass wir offenbar in den Lebensräumen so eine Möglichkeit haben, dass sich da hinein Lebewesen entwickeln. Und diese Beuteltiere sind ja sehr häufig in Australien. Da sind also Säugetiere selten, und dadurch, dass dort wenig Säugetiere waren, kann man sich vorstellen, konnten sich also die Urbeuteltiere entsprechend entwickeln und konnten diese Lebensräume besiedeln, die anderswo von Säugetieren besiedelt worden sind. Also man muss sagen, echten Säugetieren und Beuteltieren, weil Beuteltiere sind ja auch in gewisser Weise Säugetiere. Heißt also, für diese Artbildung hat die Umwelt eine enorme Auswirkung, hat also eine ganz große Bedeutung. Und da ist jetzt die Frage, wie wirkt die Umwelt auf die Evolution? Das ist das Forschungsgebiet der Epigenetik, auch ein relativ junges Forschungsgebiet, was einfach sagt, wenn wir Gene haben und daraus sollen Merkmale werden, dann hängt das ziemlich stark auch von Umwelteinflüssen ab. Diese Umwelteinflüsse können von außen kommen, aber sie können auch innerhalb der sich entbildenden Zelle natürlich ausbilden. Und da habe ich ein interessantes Beispiel über die Entwicklung von Vogelschnäbeln. Wir erinnern uns, Darwin kam auf die Galapagos-Inseln und hat dort die nach ihm benannten Darwin-Finken gesehen und hat gesehen, dass die Finken im Prinzip relativ ähnlich sind, sich aber in den Schnabelformen ganz stark unterscheiden. Und damit waren sie in der Lage, sehr unterschiedliche Nahrungsquellen zu erschließen. Na klar, mit dickem Schnabel knackt man harte, hartschalige Früchte. Mit einem feinen Schnabel kann man Insekten aus kleinen Ritzen rauspulen. Und so weiter und so fort. Als man diese Sache jetzt nochmal mit gentechnischen Methoden nachverfolgt hat, hat man gesehen, dass es
bestimmte Regulatorgene gibt, also hier habe ich nochmal die Schnabelform von den Galapagos-Finken, dass es bestimmte Proteine gibt. Es gibt also Eiweiße, die offenbar diese Ausbildung der Schnabelformen beeinflussen. Man konnte diese Proteine isolieren und hat sie in Hühnerembryonen eingesetzt. Und da kann man sehen, dass je nachdem, welche Menge und zu welchem Zeitpunkt man diese Regulatorproteine gibt, die Schnabelform auch beim Hühnerembryo verändert wird. Und zwar sinnvoll, der Schnabel ist funktionsfähig. Das ist also nicht irgendein Monsterschnabel, der sich bildet, sondern der wird richtig eingegliedert in das sich bildende Küken. Ich habe das nochmal versucht, so ein bisschen zu illustrieren. Das ist hier nochmal das Ei von so einem kleinen Vogel, auch im Durchlichtmikroskop mit wenigen Zellen, also ein kleiner Hühnerembryo. Natürlich sind da Chromosomen drin in dem Hühnerembryo. Ich zeige dir jetzt auch gleich nochmal hier live. Und von diesen Chromosomen werden ja über die Biosynthese dann entsprechende Proteine gebildet. Und diese Proteine sind in der Regel Funktionsproteine und nur einige Strukturproteine, also viele Enzyme und einige, die dann den Organismus aufbauen. Und dieses untersuchte Regulatorprotein beeinflusst offenbar die Neuralleistenzellen. Neuralleistenzellen sind Zellen, die sich sehr früh in der Embryonalentwicklung bilden, wenn sich das Neuralrohr, also das spätere Rückenmark und die spätere Wirbelsäule abschnürt, dann liegen daneben solche kleinen Zellen. Die sind hier in grün gezeichnet. Und aus diesen Zellen wird dann offenbar, aus einer bestimmten Gruppe von diesen Zellen, wird die Schnabelform gebildet. Man spricht hier von 5 Nestern von Neuralzellen. Was macht jetzt dieses regulatorische Protein? Dieses Protein beeinflusst die Neuralleistenzellen, und zwar je nachdem, an welchem Zeitpunkt man das gibt, und je nachdem, in welcher Menge man das gibt. Und das ist jetzt das Faszinierende. Es geht also nicht einfach nur um ein Das, sondern auch wann und wie viel. Merkt ihr was? Wir haben hier Möglichkeiten, die Embryonalentwicklung und damit auch die Ausbildung neuer Merkmale zu beeinflussen. Und man nimmt an, dass das bei den Galapagos-Finken in sehr kurzer Zeit möglich war, weil an dieser Stelle eine relativ große Beweglichkeit ist in der Ausbildung von Formen von Tieren. Und das möchte ich noch mal kurz mit einem Beispiel zeigen. Also die Evolution, erstmal noch mal ganz kurz zu den Schnabelformen, nur mal so ein Hinweis, dass es also wahnsinnig viele Schnabelformen gibt, und die machen natürlich alle einen großen Sinn, weil man mit unterschiedlichen Schnäbeln unterschiedliche Nahrungsquellen erzeugen kann und teilweise im gleichen Lebensraum lebt und sich aber dann gar keine Konkurrenz um die Nahrung macht, weil man ganz unterschiedliche Sachen aufnimmt. Die einen können also besser im Boden stochern und hier vielleicht auch größere Organismen aufnehmen. Andere flattern herum und können kleine Insekten picken, die natürlich so ein Storch niemals aufnehmen könnte. Und andere wiederum können hacken, können Baumrinde abschlagen oder sind relative Allesfresser, wie wir ja auch, wie zum Beispiel die Krähen, die also mit ihrem großen Schnabel alles Mögliche aufnehmen können. Auch mal eine kleine Made, aber gerne dann sicherlich auch mal ein größeres Tier oder ein Teil eines Tieres. Also diese unterschiedliche Schnabelform hier nochmal als Erinnerung und natürlich auch noch der Hinweis für unsere Zuschauer aus der Oberstufe, nochmal kurz also auf die Chromosomen geschaut. Das wollen wir nicht vergessen, das soll auch ein bisschen Wiederholung sein. Hier also die entsprechenden Chromosomen, in denen dann ja eingepackt die DNA ist, die hier als Modell, als sehr einfaches Modell nochmal diese Doppelhelix einfach zeigt. Und auch das habe ich mit Absicht hier rausgeholt, weil es offenbar für die Steuerung dieser entsprechenden Entwicklungsvorgänge auch die Möglichkeit gibt, die DNA im Laufe der Embryonalentwicklung etwas stärker stillzulegen. Also bestimmt, die ist ja umgeben, ihr seht das hier sehr schön, die ist ja umgeben von solchen Proteinen, den Histonen. Und diese Histone sind an einigen Stellen oder bei einigen Genen offenbar länger fest, die sind also länger, blockieren das Ablesen der DNA etwas länger. Und dieses wie lange, zu welchem Zeitpunkt, wie viel wird da ausgelesen und wird entsprechend umgesetzt, das offenbar steuern dann externe Faktoren. Das gilt für die Embryonalentwicklung. Wenn wir das jetzt übertragen auf die Evolution, das heißt also auf die Stammesentwicklung, dann möchte ich noch ein anderes Beispiel bringen.
Man fragt sich ja, wie ist das möglich, dass in so relativ kurzer Zeit, also das sind eigentlich nur ein paar Wochen gewesen, wenn wir das Jahr nochmal uns anschauen, dass da so viele Organismen entstanden sind. Und da will ich euch ein Beispiel aus der Technik zeigen. Auch die Technik unterliegt ja der Evolution. Und hier habe ich mal einen alten Computer aufgemacht. Der ist also von 1989, also noch gar nicht so furchtbar lange her. Aber natürlich trotzdem heute schon reif fürs Museum und wir wissen auch gar nicht, ob der noch läuft. Aber was bei diesen Computern sehr typisch ist oder was ich euch zeigen will, ist, der besteht ja, das ist ja nicht ein Teil, sondern besteht aus sogenannten Modulen. Und hier kann man das so schön sehen, der ist so schön groß. Diese Module haben also zum Beispiel hier die Funktion zu speichern. Das ist also die Festplatte. Hier ist das Netzteil, sorgt also für die entsprechende Stromversorgung. Dieses hier hinten fand ich auch sehr hübsch. Das ist die Karte, mit der wir Signale in den Computer eingeben können. Und diese Signale werden dann entsprechend in Programme umgesetzt. Und nehmen wir mal an, die sind uns zu langsam. Dann können wir das rausnehmen, abknipsen. Und dann können wir da eine neue Karte reinbringen, also so eine Wandlerkarte reinsetzen. Vielleicht kennen einige von euch noch diese alten Anschlüsse, da konnte man früher so Messgeräte anschließen. Und wenn das jetzt, nehmen wir mal an, einfach nur andere Anschlüsse sind, dann kann ich diese Karte rausnehmen und setze eine neue ein und habe damit eine Entwicklung dieses technischen Geräts. Soll also heißen, wir arbeiten hier mit einzelnen Modulen. Hier sind Module verbaut und wir können einzelne Module ändern, andere, wie zum Beispiel das Netzteil, das läuft wahrscheinlich heute noch, das können wir auch vielleicht noch in 20 Jahren benutzen. Genauso arbeitet die Evolution. Die Evolution arbeitet also an solchen einzelnen Modulen. Da sind kleine Veränderungen. Diese kleinen Veränderungen betreffen erstmal nicht den ganzen Organismus, aber die Performance dieses Organismus kann sich total ändern. Und insofern können wir diese großen Schritte, die Evolution gegangen hat, hin zu dieser wahnsinnigen Artenvielfalt, heute relativ gut erklären. Wir wissen relativ gut über diese regulatorischen Vorgänge, die dort im Laufe der Embryonalentwicklung auftauchen. Und natürlich kann, wenn die Embryonalentwicklung anders läuft, auch schon mal die Kinder ein bisschen anders aussehen als die Eltern und dadurch natürlich auch schon eine Varianz entstehen. Das nimmt man zum Beispiel bei diesen Galapagos-Finken an, dass der Stress den Hunger gemacht hat, es gab auf einmal nicht genug Nahrung für alle Nachkommen, dass der eventuell solche Veränderungen mit hervorgerufen oder sagen wir mal mit verstärkt hat. Und das heißt also, das Modul Schnabelentwicklung wurde schon mal ein bisschen weiterentwickelt, während zum Beispiel das Modul Flügel und Fliegen können und sich auf dem Ast festhalten, das konnte erstmal so bleiben. So viel vielleicht so ganz grob, letzte Folie, Abschluss natürlich die Frage, achso, hier habe ich nochmal die eingeblendet, die Galapagos-Finken, wo das also natürlich sich entsprechend entwickelt hat. Ja, abschließend natürlich die Frage, wie geht es denn mit den Menschen weiter? Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Sehen wir da vielleicht auch schon evolutive Prozesse? Auf jeden Fall gibt es eine Evolution beim Immunsystem, das ist völlig klar. Das erleben wir auch gerade aktuell. Die Anpassung an solche Einflüsse von außen, an die Viren, die über uns hereinschwappen, die funktioniert. Das haben wir schon über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende gesehen, sonst gäbe es die Menschheit ja schon gar nicht mehr. Dann hatte ich schon hingewiesen auf das Gebiss. Offenbar wird unser Kiefer, werden unsere Ober- und Unterkiefer im Laufe der Zeit kürzer. Wir haben also nicht mehr genug Platz für 32 Zähne. Deshalb vielen Dank für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die 28 gesagt haben. Ja, es geht Richtung Tendenz 28. Aber alle, die das vielleicht schon hinter sich haben, wissen, dass diese Extraktion nicht ohne Technik geht. Und damit bin ich dann schon beim nächsten Punkt. Aber ich fand es ganz interessant, beim Recherchieren für die Stunde heute habe ich gesehen, dass sich offenbar auch im Sozialen, dass wir da auch eine Evolution unterlegen. Unser Zusammenleben ist heute anders als vor Jahrhunderten oder gar vor Jahrtausenden. Wir sind heute andere Menschen, auch im Umgang miteinander. Das wurde ja auch gerade nochmal wieder beschworen, jetzt auch bei der Pandemie, unter der wir im Moment gerade leiden. Dass wir einfach anders miteinander umgehen, dass wir vielleicht eine andere Rücksicht einfach aufeinander nehmen. Wer weiß, was also rauskommt, auch durch diese Herausforderung, also auch unser Zusammenleben ändert sich. Aber am Schluss möchte ich natürlich nochmal darauf hinweisen, dass sich alles von der technischen Evolution natürlich überlagert. Das ist ja ein Cartoon, der hier abgebildet ist, aber letztlich ist das natürlich ein sehr gutes Bild dafür, dass wir
ohne die Technik nicht mehr da wären. Und schon ab dem Mensch, der jetzt hier gerade noch in dem Bild zu sehen ist, der also mit dem Speer rumläuft, sehen wir, und auch den davor sehen wir, dass wir ohne Werkzeuggebrauch, ohne den Einfluss der Technik insgesamt keine Möglichkeit hätten zu überleben. Ah, da kommt noch eine Frage von euch. Ja, wir haben eine spannende Diskussion gerade im Netz laufen, okay, über verschiedene Themen. Also erstmal viel Lob für die Schulstunde, die wir hier machen, aber auch zum Beispiel die Anmerkung von Merle Göpfert. Es ist krass, nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, dass die ersten Menschen erst so spät dazu gekommen sind und wie viel wir als Homo sapiens sapiens schon kaputt gemacht haben. Und es gibt die Frage nach dem sechsten Finger, wie man den denn nennt. Vielleicht ja, das mal also, ja, also vielen Dank. Ich habe mit Absicht heute das mal rausgelassen, dass wir natürlich durch unser Dasein eine unglaubliche Erosion der Artenfülle gerade fabrizieren. Also wir haben jetzt die dritte Welle des Aussterbens vermutlich. Auf jeden Fall einmal starben ja die Dinosaurier aus, das habe ich jetzt erstmal ausgelassen. Dann kamen die Eiszeiten, die auch zu einer starken Erosion von Arten geführt haben und jetzt eben die Menschheit. Keine Frage, wir leben in Anthropozän, das ist heute nicht das Thema, aber das müssen wir leider uns, also die Verantwortung müssen wir uns zuschreiben und da müssen wir auch was dran machen. Das kann so nicht weitergehen, sind wir uns völlig einig. Dann ist mit dem sechsten Finger die Polydaktylie. Die Polydaktylie kommt immer mal wieder vor. Ich habe jetzt die Häufigkeitsangabe gerade nicht im Kopf. Es ist an und für sich völlig harmlos, weil normalerweise bei Neugeborenen dann dieser überzählige Finger einfach abgebunden wird. Der stirbt dann innerhalb weniger Tage ab und fällt dann einfach ab. Und man hat dann eine kleine Narbe. Das tut nicht weh, das ist nicht weiter schlimm. In der Regel sind diese sechsten Finger auch gar nicht von Nerven innerviert, sondern sind oft auch nur solche Ausstülpungen mit ein bisschen Knochen drin. Also das kann gar nicht wehtun im engeren Sinne. Und diese Babys, bei denen das dann gemacht wird, die merken das auch nicht. Das heißt, alle Bilder, die wir haben, sind schon aus uralten Zeiten, als man sowas noch nicht gemacht hat. So viel vielleicht dazu. Ja. Danke sonst auch für alle Anmerkungen, die auch noch reinkommen. Ich freue mich auf die Diskussion im Netz. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin natürlich auch gespannt, wie es mit unserem Thema weitergeht, das heißt mit der Menschheit, wie wir jetzt entsprechend uns weiterentwickeln werden. Wir sind alle beteiligt. Wir haben alle unser Teil dazu beizutragen. Das war ja gestern auch schon mal so ein bisschen das Thema. Und ich freue mich auch schon auf morgen. Morgen werden wir uns überlegen, wie wir vielleicht mit alternativen Ernährungsmöglichkeiten, mit alternativen Produktionsmöglichkeiten von Nahrungsmitteln weiterkommen. Es geht um das Thema Aquaponik, aber sicherlich auch um weitere Themen, die dann damit zusammenhängen. Ja, viel Spaß jetzt noch beim Diskutieren, beim Nachdenken. Guckt die Links bitte noch an, die ich da reingetan habe, weil diese Viecher, die ich da vorgeführt habe, wirklich interessant sind und wirklich ein lustiges Verhalten haben. Von da kann man sich auch noch ein paar andere Sachen anschauen. Und dann bis morgen.